Hi zusammen, heute drehe ich für euch meine Entspannungs-My-Pamper-Routine oder wie auch immer ihr das hier bezeichnen wollt. Und das erste, was ich jetzt mache, ist mich abschminken, meine Extensions rausnehmen bzw. meinen Ponytail rausnehmen. Und dann springe ich unter die Dusche. Ich zeige euch jetzt, was für Produkte ich dafür verwende. Und meine Haare wasche ich auch noch. Eine Kur mache ich mir rein. Und ich zeige euch jetzt, was ich dafür alles verwende. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Beginnen wir mit dem Duschgel. Da benutze ich von Douglas dieses Home Spa. Das riecht so lecker. Da ist Arganöl und Cinnamon drin. Was ich dann auch noch mache, ist, ich verwende diesen Schwamm hier. Das ist so ein Peeling-Schwamm. Damit gehe ich über alle Stellen, wo ich so ein bisschen Flecken habe. Und wenn sich mein Selbstbräuner fast komplett runtergewaschen hat, was jetzt nicht der Fall ist, gehe ich damit komplett ein bisschen fester über meinen ganzen Körper drüber, damit das alles abgeht. Und dann mache ich das komplett neu. Nachdem ich mich gepeelt habe, benutze ich diesen Rasierer. Das ist ein Männerrasierer. Ich weiß gar nicht von welcher Marke der ist. Keine Ahnung, Balea Man. Ich benutze keine Frauenrasierer mehr seit Ewigkeiten, weil Frauenrasierer funktionieren einfach gefühlt null. Das Einzige, was zählt, dass sie pink ist und das juckt einfach niemanden. Für meine Haare benutze ich zum Waschen von Goldwell das Kerasic Reconstruct Shampoo. Und nachdem ich das Shampoo einmassiert habe, lasse ich meine Haare so ein bisschen austropfen, damit das ganze Wasser rausgeht. Und danach trage ich von Goldwell die Kerasic Reconstruct tiefenpflegende Reparaturmaske auf. Und darüber ziehe ich diese Kappe, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Das ist einfach, damit mein Kopf ein bisschen warm bleibt, die Maske besser einwirken kann. Somit muss ich das nämlich nicht die ganze Nacht einwirken lassen, sondern es reicht, wenn ich das 20 Minuten bis eine halbe Stunde drauf habe. Und bevor ich die Kappe aufziehe, trage ich noch von Luvos die High Erde 2 Hautfein Maske auf mein Gesicht. Das mache ich alles, bevor ich Selbstbräuner drauf mache, dass meine Haut wirklich schön wird. Und die mixe ich auch an, das zeige ich euch gleich auch, wie ich das Ganze mixe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal nach dem Duschen wieder mit Haarmaske auf dem Kopf. So, ich habe mich jetzt abgeschminkt und ihr seht, wie weiß ich gerade bin. Ich kann nämlich momentan nicht sonnen gehen, wegen Tattoo-Termin. Ich habe benutzt von Balea pH Hautneutral diese Reinigungsseife, die benutze ich seit Jahren, weil mich da immer wieder Leute nachfragen, was genau ich benutze, um mich abzuschminken. Und bevor ich Selbstbräuner benutze, gehe ich damit zweimal über mein Gesicht. Das ist auch die Reinigungsbürste von Ebelin. Die bekommt ihr ganz normal bei DM. Kostet, glaube ich, nicht mal 2 Euro und hält auch ewig. So, ich war jetzt gerade duschen. Ich hoffe, ihr steht einigermaßen gerade. Ich trage jetzt meine Maske auf. Ich habe jetzt ungefähr so viel Pulver in eine Tasse getan. Dazu mische ich jetzt Wasser und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze auftrage. Ich lasse so einmal ganz kurz Wasser reinlaufen. Und dann verrühre ich das so mit meinen Nägeln. Das Ganze sollte in etwa so eine Konsistenz haben, dass das so ein bisschen dickflüssiger ist. Und dann fangt ihr an, das Ganze aufzutragen. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass es unter eure Nägel kommt. Das ist ganz easy abzuwaschen. Haarmaske und Gesichtsmaske lasse ich jetzt ca. 20 bis 30 Minuten einwirken. Ihr könnt es natürlich auch länger machen oder kürzer, je nachdem wie ihr das Ganze machen wollt. Im Normalfall, das wollte ich noch dazu sagen, lasse ich die Haarmaske eigentlich auch über Nacht einwirken. Gerade mit dieser Haube ist das sehr, sehr gut. Heute habe ich da aber keine Zeit für, weil ich morgen einen wichtigen Termin habe. Deswegen heute lasse ich das 20 bis 30 Minuten einwirken, bis die Gesichtsmaske eingezogen ist. Danach sehen wir uns kurz wieder, bevor ich das abwasche, und danach trage ich Selbstbräuner auf und dann gehen wir erstmal schlafen. Normalerweise würde ich das so machen, in der Zeit, wo die Maske einzieht, dass ich in der Zeit aufräume. Das machen wir aber morgen, deswegen sehen wir uns in 20 bis 30 Minuten wieder. Ich wollte euch die Haube nochmal von Näherem zeigen, dass ihr euch nicht fragt, ja, das ist nur eine ganz normale Haube aus Satin. Nee, ist es nicht. Hier drin ist sowas Wasserabweichendes, das bedeutet, dass dadurch die Hitze gehalten wird, das geht nicht nach außen. Das heißt, ihr müsst kein Handtuch auf euer Bett tun oder sonst irgendwas. Das geht überhaupt nicht durch. Die hält super durch den Gummizug. Die Haube kommt in 3 Farben. Das bekommt ihr in einem Dreier-Set. Also falls ihr überlegt, das zu bestellen, könnt ihr das zum Beispiel auch mit einer Freundin tun. Was ich jetzt tun werde, ist, ich werde jetzt die Maske abwaschen. Die ist nur hier noch nicht eingezogen. Die Haarmaske auswaschen. Und dann sehen wir uns wieder, bevor ich den Selbstbräuner auftrage. So, ich habe jetzt mein Gesicht gereinigt und ihr seht, meine Haut sieht aus wie ein Babypopo. Ich habe meine Augenbrauen noch gezupft und mein ganzes Gesicht rasiert. Das mache ich immer, weil eure Haut danach noch weicher ist als sowieso schon. Nach dem ganzen Selbstbräuner aufzutragen ist jetzt nicht das Sinnvollste. Würde ich euch auch nicht empfehlen, muss ich aber, weil ich halt bis morgen braun sein muss. Und ja, jetzt wasche ich noch meine Haare aus.
Haare sind geföhnt. Ihr seht mittlerweile eigentlich meinen Ansatz. Ich zeige euch das gleich nochmal richtig. Ich gebe mir jetzt von Goldwell dieses Kerasilk Reconstruct Haarspitzenaufbaukonzentrat nochmal rein. Das mache ich jetzt in meine Längen. Ich mache mir nämlich jetzt gleich einen Zopf, vor allen Dingen auch zum Schlafen. Gebe ich mir so ein ganz bisschen auf die Hand. Verteile das in meinen Händen und gebe mir das schön in meine Längen hinten rein und vor allen Dingen auch vorne. Ich zeige euch das nochmal so. In der Kamera sehen die gerade so orange aus, auch weil ich gerade so hell bin. Und das ist mein Ansatz. Ja, das ist meine Naturfarbe. Also ihr seht, wir müssen definitiv nochmal drüber färben. Hier an der Stelle sind meine Haare gerade noch ein bisschen nass. Und apropos Hände, meine Nägel müssen definitiv auch gemacht werden. Und die werden auch morgen früh gemacht. Deswegen, ich habe morgen früh einen Nageltermin und dann wird das hier auch ausgebessert. Denn das ist auch was, was definitiv zu meiner Pflegeroutine gehört. Und Nägel sind das A und O. Ich habe ja sehr, sehr lange. Deswegen müssen diese auch regelmäßig aufgefüllt werden. Ich gehe meistens so alle 3 Wochen jetzt mittlerweile. Und ja. Selbstbräuner, den ich verwende, ist von Loving Tan, den 2 Stunden Express Selbstbräuner in Dark. Ihr seht auch schon, wie lecker der aussieht. Ich habe den jetzt einige Wochen getestet und ich bin sehr, sehr begeistert von dem Produkt. Ich muss euch aber ehrlich sagen, ich habe mir diesen Schwamm dazu von Amazon bestellt. Ich glaube, der hat 10 Euro gekostet. Dieser Schwamm ist mega. Also diese ganz dünnen Schwämme kann ich sowieso nicht mehr sehen. Hiermit komme ich einfach so gut zurecht. Ich verlinke den euch auch mal unten in die Infobox, weil ich weiß nicht warum, ich kriege damit den Selbstbräuner viel besser aufgetragen, als wenn ich irgendwas anderes benutze. Und vor allen Dingen, der hält mich schon so lange, diese dünnen Dinger. Irgendwann werden die so hart und so eklig. Deswegen, den verlinke ich euch mal unten. Der kostet zwar 9 Euro, hält euch aber viel länger. Dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt im Braun wieder. So, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe jetzt Selbstbräuner drauf und braun ist doch alles immer ein bisschen frischer. Ich sah gerade echt, ich finde, ich sehe immer so ein bisschen kränklich aus, wenn ich komplett weiß bin. Ich habe mir einen kompletten Jogginganzug angezogen. Einfach, damit ich nirgendwo dran komme, weil mein Bett ist komplett weiß bezogen. Und ihr kennt das sicher, wenn ihr Selbstbräuner benutzt und ein weiß bezogenes Bett habt. Katastrophe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder. Ich gehe jetzt schlafen und bis dann. Good morning. Ich bin so müde, ich habe nicht mal eine Stunde geschlafen. Ja, ich werde das Ganze jetzt abwischen. Ich wollte euch das nur ganz kurz vorher zeigen. Damit ihr seht, das ist. Damit ihr seht, dass es nicht ganz so schön aussieht nach dem Einziehen, aber es sieht halt schön aus, wenn es richtig abgewaschen ist. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich mal im wachen Zustand. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt abgeduscht. Ich war schon Nägel machen und habe schon aufgeräumt. Meine Nägel sehen so aus. Sie sind so unfassbar schön geworden. Ja, ich habe jetzt aufgeräumt. Ich mache mir jetzt einen Tee. Ich hab alle Wege erledigt. Ich werde mich jetzt entspannen, mir einen Tee machen. So, ihr Lieben, ich mache mir jetzt gerade einen Tee. Und dann legen wir uns gleich schön ins Bett, gucken ein bisschen Netflix. Ich bin jetzt im Bettchen, habe mir meinen Kamillentee gemacht. Und ich wollte euch noch das Teil hier zeigen. Das ist meine absolute Entspannungsroutine. Ich habe mich gerade schön eingecremt. Hier lege ich jetzt gleich meinen Nacken rein. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Ihr drückt hier auf Start. Dann fängt das an zu rotieren. Und ihr könnt auch an der Seite einstellen, ob ihr das schnell haben wollt, langsam, welche Rotation. Das ist so ein cooles Teil. Also das ist wirklich was, was mit zu meiner Entspannungsroutine dazugekommen ist. Denn es entspannt wirklich richtig. Ihr legt das auf euren Kissen, legt euren Nacken rein, guckt Serie. Ich habe danach keine Nackenschmerzen mehr gehabt. Und das ist einfach ein Traum. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Ich werde euch unten in die Infobox nochmal den Link davon setzen. Und auch von den Haarkappen. Denn das ist ein Shop von Amazon, wo ihr die beiden Sachen bekommt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Und das ist wirklich meine absolute Entspannungsroutine, die ich euch heute gezeigt habe, wo ich auch mich bei fertig mache, wie zum Beispiel mit Selbstbräunernägeln. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft schön und ich bin gespannt, was ihr von der Routine übernehmen werdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann. Ciao!